Oh je, Freitag früh. Und wenn ich mal hier so rausgucke, guckt euch mal da oben das da an. Das macht definitiv nicht Lust auf mehr. Nützt aber nichts. Ein bisschen was muss trotzdem gemacht werden. Jetzt werden erstmal schnell Löcher gebohrt. So, in die Löcher habe ich jetzt ein bisschen Farbe reingekleckert. Einfach damit es zum einen nicht so auffällt, das helle Holz, ne? die helle Fichte. Und dass auch ein bisschen Wasserschutz mit bei ist. Während das trocknet, bevor ich mit diesen Leisten quasi oder mit diesen Latten weitermachen kann, geht es zum nächsten Thema. So, mal eben zwei Posten hier kürzen in der Höhe. Die sind ein bisschen zu lang. Deswegen müssen wir die einfach mal ein bisschen um 12 cm kürzen. Es kommt übrigens eine meiner Lieblingsarbeiten. Schleifen und streichen. Ich hasse es. Wer kennt sie noch? Wer kennt noch meine richtig schicken, selbstgebauten Böcke, ja, die schon so oft dem Tod geweiht wurden und sie halten immer noch und sie funktionieren immer noch. Das Video zu diesen geilen Böcken, wie ich die gebaut habe und wie ich die auch getestet habe, ja, zeige ich euch da oben. Wenn ich es nicht vergesse, dann packe ich es euch hier oben drin. Was ich schon alles mit den Böcken gemacht habe. Oh. So, erster Anschluss ist geschafft. Sieht gleich ganz anders aus, so ein billiger Pfosten. Ne? Und während das jetzt hier trocknet, kann ich ja mal gucken, ob ich endlich mit den Kanthölzern weitermachen kann, die ich von uns gebohrt und angestrichen habe. Sehr schön, haben wir direkt was weggeschafft, das war super. Geht nämlich darum, dass unsere Hündin, und also die neue, wir haben ja noch jetzt noch eine zweite, die ist da gerne mal unter dem Tor drunter durchgeflutscht. Das sollte sich jetzt erledigt haben, hoffe ich. Ja? Ist noch eine vorübergehende Geschichte, weil der Hund wird ja irgendwann mal größer, passt dann nicht mehr unten durch, dann kann ich sie da wegmachen, deswegen nur mit Kabelbindern. Aber ich denke, es kann man so sehen lassen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Zaunpfosten oder diesen riesen Pfosten von vorhin, der muss natürlich irgendwie in der Erde fixiert werden. Und dazu habe ich mir was bestellt. Mal gucken, ob die überhaupt passig sind. Weil nicht nur weil da 90 draufsteht, heißt noch lange nicht, dass 90 drin ist. Ich meine jetzt nicht die Oberweite, ja? Aber bitte. Ich bitte euch. Ich meine die Unterweite. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, was ich nicht verstehe. Im Turm kostet ein so ein Haaranker, ne, ein ganz stinknormaler Haaranker, kostet im Turm irgendwas 10 Euro irgendwas, wenn man sie einzeln bekommt. Meistens bekommt man die nur im Set. Im Internet habe ich jetzt genau die gleichen für 4 Euro das Stück gekriegt. Ganz wichtig,
lasst hier immer so ein bisschen so einen Spalt, ja, also nicht den Balken direkt reinsetzen komplett in den Schuh, damit das Wasser, was hier runterläuft, sich hier nicht sammeln kann zwischen dem Metall und dem Holz und dann das Holz von unten wieder angreift, nennt man dann konstruktiven Wasserschutz. Tada! So, werden wir uns mal ein bisschen was zusammenmischen. Ich habe hier so ein Pfostenfundamentbeton. Welch Zufall, Pfostenfundamentbeton. Kostet im Obi, glaube ich, 2 Euro oder so, so ein Sack. Ich hatte zwar auch einen Betonmischer und sowas da, aber für so eine Kleinigkeiten geht das, glaube ich, so schneller. So. Wenn das nicht immer so stieben würde. Es wird übrigens auch Zeit, dass der Zaunbau hier ein bisschen vorangeht. Zaunbau, jetzt hab ich's verraten, ne? Dass der Zaunbau vorangeht, denn hier hinten steht noch alles voll mit Sichtschutz und Zaunelementen und da soll eigentlich noch eine Werkbank hinkommen. Warum, wieso und weshalb, verrate ich euch später mal. Ne? Aber da soll auf jeden Fall eine Werkbank hinkommen. Und deswegen wird es Zeit, dass das Ganze hier mal wegkommt. Ne? Verarbeitet wird quasi. Weiß ich gar nicht, wie viel ich jetzt brauche in meinem Eimerchen. Ich habe natürlich hier eine richtig passende Gießkanne gefunden, ja. Guckt auf den Verpackungen, da stehen eigentlich auch immer so eine wie viel Wasser und sowas. Versucht euch daran zu halten. Also jetzt geht es euch wie hier jetzt. Ne? Dass es ein bisschen dünn ist. Ich meine, wenn ihr noch Säcke übrig habt, dann ist das ja kein Problem. Da kommt einfach noch mal ein bisschen was hoch. Ne? Wenn es aber das letzte ist, was ihr habt, dann habt ihr ein Problem. Weil das ist definitiv zu flüssig. Kein Problem, füllen wir halt nochmal was drin. Irgendwann wird die Konsistenz schon stimmen. So, ich musste dann doch ein, zweimal mehr anrühren, aber ich glaube, das schaut jetzt ganz gut aus. Das könnte was werden. Ist alles in Waage, in alle Richtungen. Das sieht gut aus. Ja. Haben wir doch wieder geschafft, einen Pfosten zu setzen. Und da folgen dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 50 Stück hier rum. Übrigens beim Betonieren und sowas immer Kelle und Eimerchen und sowas alles sofort sauber machen. A geht es dann leichter, sauber und B habt ihr dann etwas länger Freude dran. So, wir haben es jetzt um 1. Ich bin eigentlich total happy. Ich habe sogar mehr geschafft, als ich bis jetzt geplant hatte. Wir haben das vor und hundesicher gemacht. Wir haben schon einen Pfosten sogar schon einbetoniert, also nachschleifen, streichen, Anker befestigen, jetzt schon einbetoniert. Jetzt flackert es wieder durch das Licht. Ja, irgendwann hier müssen wir LED-Lampen ran, aber ist scheißegal jetzt. Ihr könnt ja rausgehen, da flackert es nicht mehr so. So ist besser. Jetzt werde ich das da hinten hier, die zwei Böcke wegräumen, den Pfosten wegräumen, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Denn um 3 muss ich die Kinder abholen. Meine Frau ist heute weit weg unterwegs, die kann da nicht die Kinder abholen. Ja, die kommt erst sehr, sehr spät heute nach Hause. Von daher werde ich jetzt schnell was essen und nach dem Essen entweder Werkstatt aufräumen oder ein Reaction-Video drehen. Eins von beiden weiß ich noch nicht, entscheide ich beim Essen. Und sie funktionieren immer noch. So, Post wurde gerade da gewesen. Hier ein Paket gebracht von jalousiescout.de. Müssen wir natürlich auch einbauen. Dazu wird es aber ein eigenes, richtiges Video geben. Seid gespannt, was das ist. Ja, Herr Jochen weiß es. Spoiler-Alarm! Das ist ja übrigens der Racker, wegen dem ich den ganzen Trubel da vorne an dem Tor gemacht habe. Das ist die Lilly. Lilly ist ganz neu bei uns. Lilly ist jetzt 12 Wochen. Wird jetzt 12 Wochen, glaube ich, oder 11 Wochen, irgendwie sowas. Ist ein Parson Russell Terrier. Also ein richtiger Jagdhund. Ja. Und naja, jetzt geht ihm halt gerne mal stipizen, die kleine süße Zarte. Ne? Ja. Irgendwie haben wir das Tor vorne nämlich gemacht, dass er da unten drunter nicht mehr durchkommt. Die wird ja doppelt so groß ungefähr, dann passt er da eh nicht mehr durch. Ne? Gefein. Ne? Ja, bist du müde, kann das sein? Ja.
Muss ich mich aber sputen hier. Die Soljanka war dann doch etwas leckerer als geplant. Ganz schnell jetzt die Kinder abholen. Aus Kindergarten und Schule. Und dann gehören, sagen wir mal, die nächsten 4 Stunden, ja, 15 bis 19 Uhr, die gehören jetzt erstmal den Kindern. Und ja, Hausaufgaben machen und so was, ne? Bisschen spielen, 3 Minuten Fernsehen gucken. Und vielleicht schaffe ich es ja schon ein bisschen, das ganze Videomaterial von heute hier zusammenzuschneiden. Das will ja alles wieder online kommen. Mal gucken, weil ich will auch nicht, dass es zu lang wird. Ich versuche eigentlich so, dass ich die 10 Minuten nicht überschreite. Wenn es mehr als 10 Minuten werden, machen wir einen Cut und dann geht es dann halt mit dem nächsten Daily Vlog weiter. So machen wir das. Jetzt erstmal Kinder abholen. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann habe ich hinten drin sitzen 2 Kinder. Ja. 1, 2. Ja. Dann ab nach Hause, rutschen, spielen, tralala. Tja, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Da haben wir eine Schwachstelle, die passt da oben durch die Streben durch. Da hilft jetzt nur eins, fett füttern. Oder ich mache da irgendeinen Draht oder sowas hin. Mal gucken. Aber ich glaube, das kriegen wir mit einfachen Kaninchendraht oder sowas abgedichtet. Aber das ist... da passen wir auch durch. Nee. Es folgt ein Update.